Die Jagd auf kleinere Wale ist auf den Färöerinseln im Nordatlantik ein langer Brauch. Die autonome Regierung der zu Dänemark gehörenden Inseln hat alles sogar gesetzlich geregelt. Etwa 1000 Tiere treiben die Bewohnerinnen und Bewohner jedes Jahr an die Küste, schlachten sie und teilen sich Fleisch und Speck. Doch in diesem Jahr gehörten zum Fang auch Hunderte von Weißseitendelfinen. Die grausamen Bilder sorgen international für Empörung. Diese Bilder haben auf den Färöer eine hitzige Debatte ausgelöst. Mehr als 1400 getötete Delfine in der Bucht von Skálabotnur. Gefilmt haben sie Aktivisten von Sea Shepherd, eine Tierschutzorganisation, die die Tötung von Delfinen und Grindwalen seit Jahren kritisiert. Das ist die größte Jagd, soweit wir wissen, die jemals stattgefunden hat. Das größte Massaker an Meeressäugetieren, das jemals dokumentiert wurde. Die Jagd hat auf den Färöer eine lange Tradition und ist erlaubt. Insbesondere die Grindwale gelten dort als Delikatesse. Doch diesmal wurden auch Weißseitendelfine in die Bucht getrieben und getötet, so viele wie nie zuvor. In einer Fernsehsendung verteidigt der zuständige Minister dennoch das Vorgehen. Diese Grindjagd war vorbildlich. Die Männer verdienen Lob. Ich habe sie selbst ausgesucht. Die Tiere sollen schnell getötet werden, so die Vorschrift. Doch Kritiker sagen, dass die Tötung der Delfine außer Kontrolle geriet. Das ist nicht die Art, die wir wollen. Und es fällt schwer, das zu verteidigen. Und deshalb möchte eine klare Mehrheit auf den Färöer, dass das aufhört. Die Debatte um die Grindjagd seit dem Wochenende ist sie neu entfacht.